Guten Abend! Ich melde mich mal an ungewohnter Stelle, einfach um mal was auszuprobieren. Vorher noch ein Hinweis: Mein Buch Vegane Welt mit wenig Geld ist auf Wunsch eines einzelnen Herrn hier bei YouTube jetzt auch auf Amazon zu finden. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Alles weitere zu dem Buch und so weiter findet ihr oben in den Infokarten in dem entsprechenden Video. So, also folgendes: Ich rezensiere ja nun seit über 2 Jahren für euch Bücher. Aber eigentlich habe ich nie nachgefragt, welches neu erschienene Buch euch besonders interessiert. Da ich ja mittlerweile die Bücher auch oft kostenlos zur Verfügung gestellt bekomme, was trotzdem auch in schlechten Bewertungen enden kann, siehe die Ein-Stern-Bewertung von letzter Woche, ja, dachte ich mir einfach mal, dass ich nachfrage, welches Buch ich rezensieren soll. Dazu stelle ich einfach 2 Bücher, wo ich weiß, dass ich diese kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen würde, zur Wahl, und ihr votet oben in den Infokarten ja, für eines der beiden Bücher, was euch mehr interessiert, wo ihr eher mal eine Rezension wollt. Ja, wenn das Anklang findet, dieses System, dass ich euch frage und sagen wir mindestens so 10, 20 Leute voten, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich das permanent einführe, dass ich euch einfach sage, hey, die 2 Bücher stehen zur Wahl und ja, entscheidet ihr, was ich lesen soll, und dass ihr so die Rezension ein bisschen steuern könnt. Auch könnt ihr mir natürlich Vorschläge machen für Bücher, die nicht die beiden Bücher sind, sondern die generell auf dem Markt erschienen sind. Und das ist aber auch das einzige Kriterium, dass es eben frisch erschienen sein muss. Also sagen wir maximal so 2-3 Monate alt sein soll. Da ich den Anspruch für mich selber habe, den Menschen mit den Rezensionen zu helfen. Das heißt, wenn es schon zig Rezensionen zum Thema gibt, da ist mir ja meine Zeit zu schade. Anders ist das bei Buchempfehlungen. Wenn ich ein Buch empfehle, was ich besonders gut finde, dann kann das auch 100 Jahre alt sein. Aber bei diesen Rezensionen ist es mir eigentlich schon sehr, sehr wichtig, dass es relativ frisch auf dem Markt ist. So, thematisch bin ich komplett offen. Also von betriebswirtschaftlicher Literatur über Behandlungsrichtlinien für Unternehmen, Didaktik für Lehrer, Ernährungsratgeber oder Selbsthilfebücher aller Couleur, also alles Mögliche. Das ist wirklich, also da gibt es überhaupt nichts, was ich nicht rezensiere. Das Einzige, was ich nicht rezensiere, das sind Romane, also, sondern wirklich ausschließlich Sachbücher, also Bücher, die man, die eine gewisse Logik folgen, die einen gewissen Anspruch haben, und ja, also das, ja, das ist so meine Welt. Also Romane bitte nicht. Ja, also diese Woche stehen zur Wahl. Also ich lese immer meistens ein Buch die Woche, deswegen würde das dann theoretisch fast jede Woche dann kommen, dass ich 2-3 Bücher zur Wahl stellen könnte, wo ich sagen würde, ja, das interessiert mich jetzt selber, entscheidet ihr, was ihr besser findet. Ja, da gibt es 2 Bücher. Zum einen ist das Angst bewältigen, Selbsthilfe bei Panik und Agoraphobie, wo es darum geht, den Teufelskreis ja, aus Angst und Vermeidung zu durchbrechen. Oder wir nehmen das Buch Lernen zu lernen, wo es um Lerntechniken geht. Beide Bücher klingen für mich so, als wären sie eine Rezension wert. Ihr könnt entscheiden, so denn es denn wirklich 10 bis 20 Leute sind, die das gerne möchten. Ansonsten würde ich mich persönlich ja, für eins der beiden entscheiden. Ich habe mich da noch nicht entschieden, ich finde die beiden interessant, aber ich würde euch vorher fragen. Und wie gesagt, schreibt mir ruhig auch in die Kommentare, ob ihr das gut findet, selber da die Rezension ein bisschen mitzubestimmen, oder ob ihr euch lieber einfach immer überraschen lasst. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstagabend. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.